So, unser Ziel ist immer noch, diese beiden Grafiken in eine zu tun, auf sinnvolle Art und Weise. Und die erste Idee, das hier so hintereinander zu machen, sah irgendwie blöd aus, weil ja auch das beides nicht so miteinander was zu tun hat. Es ist ja vielleicht erstmal zu gucken, was ist vielleicht der Durchschnitt von der Note und der Durchschnitt von den Punkten. Ja? Und jemand ist gut, wenn er mehr Punkte hat als der Durchschnitt oder eine kleinere Note hat als der Durchschnitt. Also vielleicht muss man die Sachen erstmal mit dem Durchschnitt vergleichen und der Durchschnitt ist der Erwartungswert. Also wir berechnen die Erwartungswerte. Ja, also zunächst will ich vielleicht mal den Erwartungswert von der Note ausrechnen. Ja, das ist eine Variable. Jedem Schüler wird eine Zahl zugeordnet, kann ich also als eine Funktion auffassen oder auch immer Zufallsvariablen. Zufallsvariablen sind nichts anderes als Funktionen. Und wir sagen jetzt, alle Teilnehmer der Klausur sollen gleich Wahrscheinlichkeit sagen, also können wir einfach den Durchschnitt bilden. Okay, also hier die Note. Und dann muss man hier vielleicht die Anzahl, wie oft die Note vorkommt. Und dann muss man die Zufallsvariable mit der Anzahl multiplizieren und nachher den Durchschnitt bilden. Also Note 1, 0, 1, 3, 1, 7, 2, 0, 2, 3, 2, 7, 3, 0, 3, 3, 3, 7, 4, 0 und 5. Okay. Anzahlen sind hier im Diagramm, also das sind 2, das sind 5, 4, 4, 5, 10. Ich schreibe das jetzt von meiner Liste ab, die ich vorbereitet habe, wenn ich es nochmal zählen will. Und bei den 5 waren es 18. So, und jetzt muss ich Note mal Anzahl nehmen. Okay, also 1,0 mal 2 ist 2,0. 1,3 mal 5 ist 6,8. 6,5. Das hier ist 6,8 und die anderen Werte schreibe ich einfach ab, wenn ich vorher ausgerechnet. Nicht so lange warten, das ist 11,5. Das hier ist 27. Das hier ist 27. Mit dem Abschreiben ist es nicht ganz so gut. Das habe ich hier, das ist die Hälfte. Das hier ist 11,5, das ist 8. 8, 11,5, das ist 3,0, vielleicht doch ein bisschen mitrechnen, 19,8, das hier 3,7 mal 6 ist 22,2, das hier ist 36,0, das stimmt mal wieder, 4 mal 9 ist 36 und das kann man auch im Kopf ausrechnen, das ist 90. Okay. So, jetzt muss man die Sachen alle zusammenzählen. Ja, wie viele Leute gibt es insgesamt? Das sind 70, habe ich vorher ausgerechnet. Und dies hier alles zusammengezählt ist 232, 8,8. Habe vorher ausgerechnet. Und wenn ich jetzt den Erwartungswert von der Note ausrechnen will, dann ist das diese Summe von diesen, also ich nehme erst die Produkte, zähle die zusammen und teile dann durch die Anzahl. Ja, das ist also 232,8 geteilt durch 70. Und wenn man das in Taschenrechner eingibt, kommt ungefähr 3,3 raus. Okay, also der Durchschnitt, ungefähr die Mitte hier. Gewichteter Durchschnitt ist ungefähr bei 3,3. Das gleiche kann ich auch mit den Punkten machen. Also Erwartungswert von Punkten. Gleiche Rechnung. Ja, hier sind die Punkte. Ich sage Ihnen aber gleich, was rauskommt. Sie können das ja mal zur Überprüfung nachrechnen. Kommt raus 22,4. Ja? Also das ist ungefähr hier 20, 21, 22, 23. Ja, das ist die Mitte. Also die Leute sind besser als Durchschnitt, die Leute sind schlechter als der Durchschnitt. Hier, die Leute sind besser als der Durchschnitt, die Leute sind schlechter als der Durchschnitt. Ja, wie kann man das in den Daten
berücksichtigen. Ich hole mal meine Liste her. Hier. So, also statt der Klausurnote nehme ich, wenn das hier meine Zufallsvariable x ist und dies hier ist mein Erwartungswert μ, dann rechne ich x minus μ, minus der Erwartungswert. Ja, damit ich sehe, wie gut die Leute sind. Ja, und da mache ich es dann noch so hier, weil hier kleine Zahlen gut sind, nehme ich davon nochmal minus. Also, das ist viel leichter als gesagt. Der Durchschnitt 3,3, man hat hier 1,0, also ich will das hier einzeichnen als gut. Also, hier ist 2,3 Notenschritte besser. Nein, Quatsch, 1 von 3,3. 2,3 Notenschritte besser als der Durchschnitt. Ne? Das ist auch 2,3 besser. Das hier ist 2,0, 2,0, 2,0 besser. Hier kommt dann nur noch, hier ist es dann nur noch 1,6 besser. Ja, 1,6. Ja, dies plus dies ist 1,3. Und so geht es weiter, bis ich schließlich hier bei 3,3 ankomme. Da habe ich 0. Und hier sind jetzt die, die schlechter sind. Minus 0,4, minus 0,4, minus 0,4 und so weiter. Ne? Und diese hier sind dann sogar 0,7 schlechter. Ja? So kann ich das machen. So kann ich erstmal schon mal sehen, diese sind doch deutlich besser als der Durchschnitt, diese sind der Durchschnitt, diese sind deutlich schlechter. Ja? Und genau das gleiche mache ich auch bei den Klausurpunkten, wenn das hier mein x wäre, habe ich hier x minus μ, hier mache ich keinen Vorzeichenfehler, weil große Punkte sind gut. 23,4 ist der Durchschnitt, 2 Punkte hatte diese Person nur, also es ist 21,4 Punkte schlechter als der Durchschnitt. Und dies hier ist noch 19,4 Punkte schlechter. Und dieses hier ist noch 3,4 Punkte schlechter. Und hier bei 23 ist es nur noch 0,4 Punkte schlechter. Und hier ist es dann besser. Plus 0,6. Ja, und statt dass ich dies hier einzeichne, zeichne ich jetzt diese Sachen hier ein. Ne? Natürlich, das habe ich mit der Excel-Tabelle gemacht. Das heißt, diese Rechnung kann ich mit der Excel-Tabelle machen. Und dann kann ich hier diese verschobenen Werte, der Abstand vom Mittelpunkt, ja, den kann ich hier eintragen. Und dann kriege ich eine neue Grafik. Wo ist sie? Hier, wenn ich das mache, ja, hier, Abweichung vom Mittelwert, dann kriege ich diese Grafik. Ja. Sieht immer noch völlig schwachsinnig aus, aber schon mal ein bisschen besser. Es sind zumindest mal die Sachen ungefähr gemittelt. Ja. Aber ansonsten sieht es immer noch völlig bescheuert aus. Und das ist auch richtig, weil die Notenskala ist ja viel breiter, schmaler als die Punkteskala. Das heißt, man müsste jetzt dieses hier noch ein bisschen breiter machen oder dieses ein bisschen schmaler machen, um diese beiden Verteilungen irgendwie miteinander vergleichbar zu machen. Und das geht mit der Standardabweichung. Das erzähle ich Ihnen nächstes Mal.